Moin, meine, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir machen hier schnell unseren Acker endlich weiter, so dass wir hier endlich mal ein bisschen was schaffen. Daher schmeißen wir uns gleich mal die Maschinen wieder auseinander und legen gleich mal los, dass wir hier wenigstens noch die Felge unter die Bissen kriegen. Dass wir hier natürlich durchkommen, daher. Wir haben uns jetzt sputen, dass wir wenigstens den Punkt noch bekommen, daher. Haben wir auch wahrscheinlich noch viel zum Wirtschaften oder zu machen, dass wir wenigstens hier weiterkommen. Aber nun müssen wir uns da mal langsam lang hin wirtschaften, dass wir wenigstens neue Technik holen können. Dass wir hier ein bisschen höher über den Acker kommen und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, dass wir das Silo voll kriegen. Und zeitnah das erste Geld verdienen. Wir haben unsere 30.000 plus unser Konto, unser Kredit. Den will ich jetzt hier erstmal nicht nehmen und daher wir haben uns lang hinwirtschaften, dass wir wenigstens einmal um grün 2 kommen. Und daher sputen wir uns mal ein bisschen und häckseln das Zeug noch clean. Doch wenigstens ein Silo voll bekommen. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen wirklich sputen, sputen, sputen. Das erste Geld kommt und daher. Bauen wir uns jetzt mal ein bisschen lang hin, dass wir wenigstens hier ordentlich in die Gänge kommen und daher müssen wir uns wirklich sputen oder wir nehmen uns noch einen Kredit und kaufen uns gleich was Größeres. Aber da bin ich noch, lasst euch überraschen, was hier noch so alles funktioniert oder nicht funktioniert. Und daher lasst euch überraschen, aber. Ja, es ist ja Weihnachten heute. In der Hoffnung, dass ihr hier mir fleißig zuschaut. In der Hoffnung, dass es euch gefällt. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ich Kommentare von euch bekommen würde. Und daher, meldet euch einfach. Aber nun machen wir unsere Aktion hier fertig, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen. Deswegen sputen wir uns jetzt uns in die Runde. Aber wie gesagt, wir müssten uns langsam mal darum kümmern, dass wir wenigstens einen Abfahrer rankriegen, noch einen Abfahrtraktor. Dass wir hier zu hier lang hinkommen. Aber daher machen wir uns erstmal schnell die Fläche fertig. Und zwar zügig, dass wir hier wenigstens noch den Acker demnächst runter bekommen. Oder runterkriegen. Und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, dass wir unsere Anhänger wieder voll kriegen. Die Zeit läuft ja auch wie sonst sowas, aber im wirklichen Gange sind wir noch nicht. Und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen und machen jetzt noch schnell die Fläche fertig, dass wir wenigstens hier noch ein bisschen zügiger lang hinkommen. Sputen wir uns mal ein bisschen, machen noch die Hexeaktion fertig hier. Aber wir werden noch einige Touren fahren müssen, weil, wie ihr es ja seht, die Ackerfläche ist groß. Unser Engel ist klein und daher sputen wir uns das letzte Mal und machen unsere Silage fertig, dass wir wenigstens noch den Hänger voll bekommen und dennoch abfahren können. Und dann müssen wir halt mal langsam dran denken, dass wir eventuell mal anfangen, Silageballen zu pressen. Aber das lasst euch überraschen. Aber nun sind wir auch schon mal voll, klappen dich zusammen und fahren schnell mal ins Silo. Dass wir wenigstens das Silo voll bekommen. Dann müssen wir halt mit die knapp 31,5 Kubikmeter jedes Mal zur BGA fahren. Das wird auch ein Spaß werden. Aber nun machen wir erstmal das Silo voll, dass wir hier wenigstens in den Jänger kommen. Und daher sputen wir uns mal eine kleine Runde. Wenn wir dann wenigstens voll sind mit Silo, haben wir auch schon was erreicht und deswegen machen wir uns gleich mal das Silo voll, denn da so viel ist auch noch nicht drin und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. So. Schalten den gleich mal um. So, dass wenigstens der erstmal auf der ganzen Länge abkippen. Dass wir hier wenigstens auf der ganzen Länge abgekippt haben, dass wir mit dem Hänger wieder drüber wegkommen.
Müssen wir mal ein bisschen lang hinfahren. So, dann können wir schon mal umschalten aufs Gerät wieder und mal wieder auseinanderklappen. Dann machen wir die Bahn noch schnell fertig. Und daher müssen wir vielleicht noch ein paar Aufträge machen. Das können wir auch demnächst noch machen. Vielleicht mal einen Auftrag, wenn es geht. Und daher lassen wir uns mal überraschen, was wir so auf die Schnelle Geld verdienen können. Aber hier ist unser Anfang und machen jetzt uns schnell noch den Schwung fertig. So. Und nun hauen wir uns noch die Fuhre voll. Wir mal voll, dass wir wenigstens heute noch was schaffen. Oder geschafft haben. Nachher kommt halt noch ein Part von der Porta Westfalia. Das ist halt heute im Wechsel. Und daher lasst euch überraschen, was wir da noch machen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich muss selber noch alles hochladen. Heute ist Freitag. Hier ist eine neue Aufnahme. Und daher lasst euch überraschen, was wir noch so alles machen. Schön, vielleicht düngen wir ja Nachbarsflächen mal durch. Aber wir werden irgendwas schon machen, wo wir ein bisschen Geld verdienen. Und daher werden wir uns erstmal sputen, dass wir jetzt noch ein paar Euros aufs Konto kriegen. Und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, molchen uns das Lager voll, dass wir wenigstens da ein paar Euros noch verdienen. Und somit haben wir auch schon die Ecke ausgearbeitet. Und den Schwarz sind wir auch nicht mehr. Dann müssen wir nachher nochmal neu ansetzen hier auf der Ecke. Das werden wir schon hinkriegen. Oder müssen wir hinkriegen, eher gesagt so. Aber jetzt machen wir schnell den Schwarz hier weg, dass wir wenigstens hier in die Gänge kommen. Und daher werden wir jetzt mal ein bisschen zügig lang hinmachen, dass wir wenigstens am grünen Zweig kommen. Mit unserem Acker. Oder eher sagt unserer Wiese. Aber jetzt haben wir auch schon die Strecke den Berg erklommen und deswegen haben wir schon mal ein bisschen was erreicht hier. Aber wir drehen uns schnell um. Muss ich noch häckseln noch weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt auch erstmal frei ein paar Tage, wenigstens die Weihnachtstage. Aber ich muss ja wieder noch zwischen Silvester und Neujahr arbeiten. Ja, daher werden wir uns jetzt mal ein bisschen lang hinziehen, dass wir noch ein bisschen was hier schaffen. Und machen erstmal uns schnell die Fuhre voll. Dass wir denn da noch ein paar Euros in der Kasse haben. Oder erstmal im Lager haben. Und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Und machen auch die Ecke ordentlich. So, da mochte ich schon einmal sauber. Und daher müssen wir uns mal langsam sputen, dass wir wenigstens ordentlich mal die Ecken ausarbeiten. Aber wie es aussieht hier, haben wir noch reichlich Arbeit vor uns. Machen noch sehr schnell den Bunker voll. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es hier weitergeht. Auf Etage auf Ballen pressen. Ich denke mal, das war das Sinnvollste. Aber daher werden wir uns noch ein bisschen lang hinzaubern. Und erstmal den Berg lang hochkämpfen. Es hätte auch ein größerer Traktor sein können. So, aber wir werden es irgendwie schaffen. Schaffe ich schon. Aber nun heißt es erstmal ordentlich den Acker, die Wiese beräumen und dann geht es auch weiter. In der Hoffnung, dass wir dann da auch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen machen wir uns einmal zügig unsere Fläche fertig. Oder beziehungsweise einmal den Hänger voll. Die Fläche werden wir heute nicht mehr schaffen, denn die ist so groß, wir hängen noch am Feuerwende fest und daher. Wir werden uns jetzt zügig lang hinmachen, so dass wir wenigstens noch ein bisschen Geld verdienen. Ein klein wenig müssen wir verdienen noch und deswegen machen wir uns jetzt zügig lang hin.
Aber wir könnten auch langsam mal im Frost verschwinden. Das kann auch passieren. Dann müssen wir halt Kredit nehmen. Aber der Hänger ist gleich voll. Dann laden wir das nochmal ein. So dass wir wenigstens den Schunk hier wegbekommen. Aber naja, irgendwie irgendwas werden wir schon machen. Also freut euch schon mal auf morgen. Da kommen wir, glaube ich, 12 Folgen von hier. So wie ich es schaffe. Daher werden wir uns hier noch ein bisschen lang hin beschäftigen, dass wir wenigstens hier noch einen Schritt hinkriegen, dass wir wenigstens noch Fläche machen können. Aber daher werden wir ordentlich lang hin wirtschaften, so dass wir endlich mal auf den grünen Zweig kommen. Aber wir sind auch gleich voll. Noch ein halben Kubikmeter, dann sind wir auch gleich voll. Aber jetzt müssen wir einfach schnell den Hänger wegfahren, dass wir wenigstens da noch mal einen Schwung füllen können. Müssen wir jetzt noch die andere Wiese absammeln und dennoch die Wiese am Schweinestall. Aber die können wir ja schnell zur BGA dann fahren, dass wir da ein bisschen was hinkriegen. Und deswegen müssen wir uns da mal drum kümmern. Aber wie es aussieht, wenn wir noch ein paar Tage drauf hängen und uns häckseln. Außer wir kaufen uns die Ultima. Wer dafür ist, schreibt es rein. Oder beziehungsweise ich werde es machen. Da werden wir hier mit der Ultima pressen, wickeln und Co. Dass wir wenigstens da ein bisschen Jange kommen. Und dann die Silos Silo nach und nach vollfahren. Und ich habe hier gerade festgefahren, er kommt den Berghang nicht hoch. Aber er hat es gerade so geschafft. Also kippen wir jetzt gleich mal hier weiter aus. So dass wir hier wenigstens ein bisschen was hinbekommen. Die war ein bisschen zügiger. Also viel ist auch noch nicht drin und da lassen wir uns überraschen, wie wir es hier weitermachen. Da können wir auch gleich mal eine Runde festfahren. Nicht wir uns, sondern das Silo. So, dann haben wir uns hier auch schon mal durchgekämpft. So, aber nun können wir uns gleich nochmal in Schwung ablesen fahren. Und deswegen fangen wir gleich mal hier drüben an, nehmen den Schwarten mit. Und da wollten wir den Schwarten mitnehmen und nicht da vorbeischießen. So, ordentlich daneben gestellt, da müsste gleich die. Und er fängt auch schon an zu sammeln. Das passt auch ganz gut. Und daher, wenn wir jetzt noch schnell abfahren, den Schwung, so dass wir wenigstens die Bahn fertig bekommen. Dann haben wir auch schon mal fast 2 Kubik mehr drin, da sind auch schon drin. 2,5. Das läuft doch besser als fürs Spritzebacken. Aber nun müssen wir erstmal hier das Feuerwende fertig machen, dass wir wenigstens hier ordentlich was ins Silo bekommen. Und deswegen müssen wir mal sputen. Unser Silo mal voll schmeißen. So voll wie wir es bekommen. Und daher heißt es ordentlich lang hin machen. Dass wir wenigstens am grünen Zweig kommen hier endlich mal. So, aber jetzt müssen wir uns mal wieder den Berg lang hochkämpfen hier, dass wir wenigstens hochkommen.
Und nun noch die Bahn fertig und dann drehen wir uns gleich wieder um. So. Aber auch das schon mal erledigt. Also der Berg, das zieht sich ewig und 3 Tage lang hin. Da müssen wir halt also mal ein bisschen stärkere Technik holen. Und wir müssen uns einmal sputen, dass wir wenigstens hier die Fläche wegbekommen. Daher lassen wir uns durch und machen uns die Fuhre wieder voll. Aber dann sind wir auch schon am Ende, wo wir vorhin aufgehört haben. Aber ich sehe auch schon mal, dass wir am Part Ende sind. Und daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP.